Versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht, ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie. Doch verbannten wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel. Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle, die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle, Leichenfresser, Werwölfe? Erschlugen wir sie oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern. Weisen in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von böse unterschieden. Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich, es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie künden von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magier in unserer Welt bannen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah. So, hallo zusammen. Juhu, der Hexer. Moment. Es geht heute ein bisschen leiser, du bist. Herzlich willkommen zum Witcher Stew des Wildhunts. Super, die wilde Jagd beginnt. Ich habe dermaßen lange jetzt gewartet auf das Game. Ja, was soll ich da noch gross dazu sagen? Ich glaube, ich habe einfach gar nichts geschaut, ich habe mich gar nichts gespoilert eigentlich. Auch im Vorfeld eigentlich mit Videos und so, ich habe ein bisschen geschaut, aber dann, ich wollte wirklich alles blind machen, ich bin jetzt nur gerade, wirklich nur gerade ein paar Testaufnahmen gemacht und jetzt lasse ich gerade los. Wir gehen. Ich wünsche viel Vergnügen. Moment. Einfach nur die Geschichte. Nee. Das Schwert und die Geschichte.
Du schätzt eine kleine Herausforderung. Nein, wir sind anspruchsvolle, erfahrene Spieler. Lass mich nicht das. Ich wünsche sehr viel Vergnügen mit der Witcher 3. Tutorials, die nehmen wir. Spieltag, ja, das ist ja gut. Okay. Yes, super! Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode.
Na dann, bis später. Bis später. Ja, da sind wir. Auf Kaer Morhen. Mit der wunderbaren Yennefer natürlich. Ja, es ist super. Okay. Ja, ist cool, ist cool. Meine Karte. Okay. Genau, okay. Ja, ist super, es ist cool. Und Ciri ist da, anscheinend. Ja, das ist der Geile. Der Wesemir immer gesehen, Yennefer ist da. Und wir sind in Kaer Morhen, eigentlich. Die Hexer Hochburg in dem Sinne. Der Bergpass ist schön wie eh und je. Es ist cool. Wow. Ja, willkommen im Welt vom Hexer Geralt, gell? Hä? Sieht gut aus, ihn gut gemacht, hä? Sieht gut aus. Super. Yennefer, kann ich mit dir reden? Jetzt muss ich durch die Tasten schauen. Ah, so kann ich. Starker Angriff. Angriff parieren. Ja, es wird super. Yennefer? Hallo? Weißt du, Ciri macht sicher nichts aus, noch etwas zu warten. Das ist ungehörig und außerdem unvernünftig. Wow, sie sieht super aus, oder? Ich möchte noch etwas bei dir bleiben. Ich hab dich vermisst. Sehr sogar. Ich dich auch. Aber wir haben jede Menge Zeit, das nachzuholen. Geh mit ihr trainieren und komm dann wieder. Solange kann ich mich hübsch machen. Von all den Frauen, die ich kenne, bist du die Einzige, die das macht, bevor... Kennst du denn viele? Ist das wichtig? Ich denke immer nur an dich. Ja, Geralt, was ist denn mit der Triss eigentlich? Mit Triss Marigold? Die wird ja nicht so Freude haben, dass sie da mit der Yennefer rumfiguriert ist. Du hast keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Aha. Also kann ich der Hexer Sinn machen, genau. Skull. Ah, dort ist etwas. Ja. Schlüssel. Okay. Ja, es ist huere geil, ehrlich. Es ist huere cool. Ja, ich freue mich drauf, dass... ein bisschen von der Büchergeschichte kommt. Ich habe gehört, das soll der Fall sein. Aber ja, gehen wir schauen. Ciri ist auf alle Fälle dabei. Ciri ist eigentlich die Cirilla. Das Löwenjunge von Sintra ist das eigentlich
ist eine Prinzessin, das ist, wenn es mir recht ist, Denkelin vor Königin Calante von Sintra. Und ist eigentlich das Überraschungskind von Geralt. Sie protegen ihn im Prinzip. Kann ich irgendwie noch... Der alte Hexer schläft tief und fest. Ah. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Der Wesemir, genau. Ist super. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Gule und Algule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Sei nicht wütend auf sie. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an ihr. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Ja, das ist cool. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Besser nicht. Besser nicht. Wesemir hat gesagt, wenn doch, musst du eine Schüssel Nacktschnecken essen. Mit Salz. Genau. Also benimm dich lieber. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Ah, die gefällt mir. Ciri ist da. Das ist super. Wow. Na klar. Machen wir das Tutorial, das machen wir auf jeden Fall. Na klar, ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Ich bin zuerst unten. Wenn du fällst, vielleicht. Sprinten mit da. Aha, okay. Dann tut dich mit Tutorial da. Geh hoch.
Und geraten. Mich nicht ab, Geralt, sonst stolpere ich noch. Ah, springen. Ah, so. Okay. Jumpen raus. Oh, ich muss da noch schauen mit der Empfindlichkeit ein von Maus. Was habe ich dir über das Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Ciri, lass den Quatsch. Ah, es ist witzig, es ist cool. Autsch, das hat ein bisschen weh getan, he? Irgendwie muss ich schauen. Ah, so tue ich sprinten, genau. Hast du Probleme? Oh. Soll ich zurückkommen und dir helfen? Da, Siri. Ist ein bisschen ein Touch, he? Genau. Deine Beine sind länger. Ich werde es dir schon zeigen. Ich muss nur noch wachsen. Oh, aber ich habe ein bisschen Leben verloren, sehe ich gerade. Ja, ich muss alle Dings nicht gleiten. Ja, es ist cool. Da sind wir doch im Eis schon gesehen, Kermor. Oh, genau. Nein. Was hast du erwartet? Das Grünauge ist super. Fast blonde Mädchen. Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern, das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Alghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistiltraining anfangen? Grundlagen, ja, fangen wir von vorne. Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Zieh das Schwert, Geralt. Okay. Sauzerkes Schwerter. Jeder Hexer beherrscht außerdem eine einfache Form der Kampfmagie. Genau, das sind die Zeichen, das ist klar. Okay. Zieh dein Schwert. Nicht schlecht. Okay. Wie mache ich das? Aha. Stahlschwert zu ziehen. Ist das da, hä?
Okay. Sie ist ausgewählt. Schneller Angriff. Sie auswählen. Ah, rechts. Genau. Genau. Mit X. Schlag richtig zu. So stark du kannst. Wie eine Wanderdüne. Ah, gut, so stark Angriff. Durchstrecken, junge Dame. Nimm dies. Ausweichen. Position, Ciri. Denk an die Beinarbeit. Ausweichen mit B. Ah, okay. Wer will nochmal? Ah. Und drücke A. Okay. Ah, so einen Sprung machen wir dann. Genau. Genau, cool. Zu den Paraden. Ciri, siehst du, wie Geralt das Schwert hält? Den Winkel? Nicht schlecht. Ah, so. Ja. Was soll ich denn parieren? Ich kämpfe gegen eine dumme Attrappe. Simuliere jetzt, überlebe später. Ich habe gehört, der Alte ist beim Unterrichten eingeschlafen. Vor dem Angriff eines Gäbes einte. Ah! Alte, für einen Gegenangriff. Okay. Konter, Schlag gegen Schlag. Ah, cool. Scheiß. Warum? Er ist mir. Cool. Komm, esse mir. So, junge Dame. Zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Quen an. Quen. Okay. Du stürisch wie gewöhnlich der Tabak. Da? Schnell Zugriff zu öffnen. LB. AL. LB, da. Squen, hä? Oder was soll ich zuerst? Squen zeigen. Ah, das ist. Hör auf zu prallen, Geralt. Schutzschild, ja. Und er erntet Zeichen zu wirken. Ciri. Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Ah, geil. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen. Igni wirken? Feuerschaden, genau. Siehst du, ohne das Quen-Zeichen stünde ich jetzt in Flammen. Ja, das ist geil, wie die Song. Art, Geralt. Na los. Art, okay. Siehst du das, Ciri? Art wirft alles und jeden aus der Balance. Bringt alles aus dem Rhythmus. Zeit für Axi. Verflucht, ich hasse dieses Gefühl. Axi? Gedankenbeeinflussung, ja, genau. Es geht. Jetzt ist er verwirrt, du. Dirden. Jetzt! Zeig's dir, Geralt! Sirden? Ist ja Faue, genau, die magische Faue. Das wird kurz und schmerzhaft. Siehst du das, Ciri? Zeig.
Wirf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Gwen wird die Explosion dämpfen. Das sind nicht die anderen da oben. Die anderen Slots, die ich habe. Komm schon! Hör auf zu prahlen, Geralt. RB drückst. Ah, so, ja. Das ist cool. Also, meine lieben Leute, das war es für den ersten Part. Ich freue mich. Huere cool wird's. Kampfsystem finde ich huere gut. Ich muss den gerade heute ein bisschen probieren, da mit der Empfindlichkeit muss ich noch dort einstellen. Das Kampfsystem ist cool. Ausweichen. Zeichen. Alles klar. Ja. Yeah. Also, dann sehen wir uns subito im nächsten Part. Bis dann, tschüss. Das wird kurz und schmerzhaft.